Hallo und herzlich willkommen zum Mercedes-Benz User Experience Workshop von Autophorie. Das gesamte Infotainment-System ist so umfangreich, dass wir das in ein einzelnes Video packen. Und wir fangen mal an mit dem Serienumfang. Den muss ich allerdings ablesen, um euch da nichts Falsches zu erzählen. Also ihr kennt ja hier der 7-Zoll-Screen, hier der 7-Zoll-Touchscreen. Das ist der Serienumfang. Zudem haben wir das Lenkrad mit den zwei Touch-Buttons, zwei USB-C-Schnittstellen, also einmal hier vorne, einmal hier hinten im Fond, sowie Bluetooth. Optionen, die wir dann haben, sind unter anderem die Sprachbedienung, die sich per Keyword eben dann aktivieren lässt, eine Personalisierung, also indem man verschiedene Profile einrichten kann, weiter dann mit der Vorhersagefunktion, insbesondere für die Navigation, den Wi-Fi-Hotspot, das 10,25 Zoll Infotainment Screen und selbstverständlich auch das Ganze in 10,25 Zoll für die Tacho-Einheit, aber auch das Touchpad hier unten sowie die Festplatten-Navigation inklusive 3 Jahre Karten-Updates mit Live-Traffic und das Head-Up-Display, das Burmester-Soundsystem und dann auch noch als Sonderausstattung, das ist nicht im Serienumfang mit drin, Apple CarPlay und Android Auto. Ja, und das Ganze ist ein ganzheitlicher Touch-Ansatz. Also zum einen haben wir hier den Touchscreen, egal ob in 7 oder 10,25 Zoll. Wir haben eben hier die Touchband und wir haben auch hier das Touchpad. Also alles wird mit dem Finger bedient. Haben wir jetzt auch schon einen Tag ausprobieren können, wirklich sehr intensiv. Es funktioniert alles sehr flüssig. Wir haben es euch auch schon beim Sprinter gezeigt. Es ist super schnell. Hat aber auch damit zu tun, dass wir, wenn wir die zwei großen Screens haben, einen schnelleren Grafikprozessor haben als mit allen beiden Varianten darunter. Die große Spielerei dabei ist selbstverständlich die Sprachbedienung, die uns viele Features abnehmen kann, unter anderem auch die Klimaautomatik verstellen kann, wenn wir nicht unbedingt die Hände vom Lenkrad nehmen wollen. Aber sinnvoller finde ich es bei anderen Geschichten. Hey Mercedes? Ja, bitte? Wie wird das Wetter morgen in Stuttgart? Morgen wird es in Stuttgart regnerisch sein mit Temperaturen zwischen 14 und 27 Grad. Besten Dank. Also das mit dem Wetter, das haben wir jetzt schon in mehreren Städten probiert, das haben wir beim Sprinter probiert, das funktioniert wirklich zu, ich würde sagen 100% immer, auch was die Angabe, was die geografische Angabe und auch schlussendlich was die Wettervorhersage als solches betrifft, funktioniert. Man kann aber auch quasi, wenn man sagen wir mal unterwegs ist, das Ganze so nutzen, dass man wirklich zielgerichtet navigieren kann. Man kann das zum einen, wenn man hier in der Navigation ist, einfach mal so anklicken, dann kommt hier der Punkt wohin und da kann man schon wirklich komplette Adressen einfach reinhauen und sie kann trotzdem damit umgehen. Man kann das Ganze aber ja auch noch mit POIs, also Points of Interest, verbinden. Hey Mercedes? Ja, bitte? Navigiere mich zum nächsten McDonald's. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. So, und sie hat jetzt 3 Möglichkeiten. 1. Möchten Sie die Zielführung starten oder die bestehende Zielführung ändern? Abbruch. Also wir hatten jetzt direkt 3 Vorschläge. Wir haben quasi nicht gesagt, wo wir sind. Wir haben eigentlich nur gesagt, wir möchten da und da hin. Und sie hat es direkt umgesetzt. Funktioniert auch mit anderen Keywords. Manchmal hakt es etwas. Manchmal muss man quasi in dem aktuellen Softwarestand das nochmal wiederholen. Aber im Prinzip führt sie einen immer ans Ziel. Technik wäre logischerweise nichts ohne Easter Eggs, deswegen gibt es da natürlich auch so ein paar Sachen, mit denen man das Ganze etwas spaßiger triggern kann. Hey Mercedes? Ja, bitte? Erzähle mir einen Witz. Sorry, aber deutsche Ingenieure sind nicht für ihren Humor bekannt. Hey Mercedes? Ja, bitte? Ich liebe dich. Wow, wir sollten häufiger mal zusammen rausfahren. Also gerade bei solchen Sachen, also da hat sie, glaube ich, insgesamt 3 verschiedene Antworten, die man so dafür bekommen kann. Es gibt natürlich auch noch mehr witzigere Fragen, die man ihr stellen kann. Und da hat sie entweder quasi eine witzige Antwort parat oder, sagen wir mal eben nicht. Aber man hat so eine 50-50 Chance, dass man auf jeden Fall im Stau zum Lachen gebracht wird. Jetzt schauen wir uns aber wirklich mal so die Touch-Bedienung in der Hinsicht an. Also wir haben zum einen natürlich die Möglichkeit, das immer hier über den optionalen Touchpad alles zu regeln. Und
das ist wirklich sehr flüssig und man kommt gut dahin, wo man möchte. Man kann aber auch das Ganze dann ja, in den verschiedenen Modi regeln. Also man kommt dann, je nachdem wie man hochwischt, kommt man durch die einzelnen Menüpunkte durch. Also hier oben dann in die Suche. Und wie gesagt, da kann man theoretisch gesehen alles direkt reinhauen und bekommt dann ein Navigationsziel oder einen dementsprechend abgelegten Kontakt, den man dann direkt anrufen kann, weil das einfach so eine globale Suche im System ist. Bei der Sprachsteuerung als solches, wie gesagt, die wird nur über das Keyword aktiviert. Ansonsten hört die quasi nur lokal mit, aber nur auf das Keyword reagiert sie und erst dann wird quasi das Ganze in die Cloud geschickt, um da nochmal die passende Lösung für zu finden. Das ist quasi unser Homescreen, also der heißt auch genauso. Und was ich ganz schön finde, wir können das Ganze etwas verändern. Also das ist aktuell die Standardvariante, wir können das Ganze aber auch auf Reise einstellen, was auch Einwirkungen auf das Tacho-Instrument hat. Das Ganze auch auf Erlebnis stellen und wir sehen dabei hier oben schon immer mit C und S und E, dass dabei auch die Dynamik-Modi geändert werden. Also bei Effizienz logischerweise in Eco und Erlebnis in Sport, Lounge bleibt das Ganze in C. Man kann aber auch ein bisschen das Ganze selber variieren. Und jetzt sehen wir, jetzt verändert sich ja das Ganze. Wir sehen jetzt hier die aktuellen Fahrwerte des Fahrzeugs. Aber es gibt ja natürlich auch andere Möglichkeiten. Mit Erlebnis wird das Ganze etwas sportlicher. Wir hören es auch so leicht im Motor. Er ändert direkt in den Sportmodus rein. Aber hier auch nochmal die Reisefunktion. Und dabei haben wir eine sehr schöne Ansicht, wenn wir die Navigation gestartet haben. Dann sehen wir zum einen, wie weit hier noch die Navigation, das Navigationsendziel quasi entfernt ist, wie weit wir aber auch insgesamt noch mit unserem Tankfüllstand kommen. Also wie gesagt, das Ganze geht über Touch sehr flüssig. Um euch das jetzt aber besser zu zeigen, werde ich das jetzt alles mal mit dem Touchpad steuern, was auch gut funktioniert, aber logischerweise kommt man mit dem Finger schneller zum Ziel. Hier haben wir noch einzelne ja, quasi Favoriten bzw. Vorschläge. Das ist wie gesagt die Predictive-Version, also woran das System erkennt, dass wir gewisse Dinge bevorzugen, was sich auf Navigation oder auch Radiosender beziehen kann. Und hier haben wir nochmal die Favoriten, die können wir dann aber auch einzeln ablegen bzw. ihr seht es auch hier unten, neu sortieren, wie man die lieber angeordnet haben möchte. Hier oben bei S-AK4040 Testcar findet sich übrigens eines der vorher erwähnten Profile. Also hier kann man wirklich Profile einzeln festlegen, die eigentlich alles mit umfassen, inklusive der elektrischen Sitzsteuerung, inklusive dem Ambientelicht, inklusive den ganzen Anzeigen, die wir hier vorgewählt haben. Das kann man alles in einem Profil festlegen. Das soll heißen, wenn man sich das Fahrzeug beispielsweise zu zwei teilt und der eine es lieber sportlich orientiert haben möchte und der andere es eher effizienzorientiert haben möchte, dann muss man dabei nicht immer irgendwie alles groß verstellen oder quasi nur auf die Memory-Funktion zurückgreifen, sondern kann wirklich hier auf dem Homescreen einfach in das entsprechende Profil hineingehen. Neben unserer Klimabedienung hier unten haben wir übrigens auch hier im Touch-Display eine direkte Klimabedienung, wo wir das Ganze nochmal, sagen wir mal, grafisch schöner dargestellt haben. Jetzt gehen wir einfach mal durch die ganzen Menüpunkte einmal durch. Also hier Punkt Telefon, können wir logischerweise ein Telefon über Bluetooth verbinden, schon ab Werk serienmäßig mit drin. Und dabei können wir dann auch dementsprechend die Nachrichten sehen. Wenn wir Nachrichten sehen möchten, haben wir übrigens auch hier oben immer den Direktzugriff auf die gesamten Benachrichtigungen. Da sind dann auch Benachrichtigungen drin, wenn es beispielsweise für das System Updates gibt. Die Navigation hat uns bisher immer zielsicher dahin geführt, wo sie uns hinführen sollte. Das Ganze finde ich sehr schön gemacht, da wir quasi hier direkt unser gewünschtes Ziel eingeben können. Und da können wir wirklich einfach direkt alles durchgeben. Wir haben dann hier auch nochmal ein paar Direktwahlziele wie Tankstelle, Parken, Restaurant oder wie gesagt unsere Kontakte. Ihr seht auch unterhalb der großen Menüpunkte auch immer so den Direktzugriff. Also hier beispielsweise. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route und sofort links abbiegen. Da wiederholt sie einfach nochmal die letzte quasi Ansage und direkt daneben können wir einfach direkt die Navigation beenden. Beim Punkt Radio genau dasselbe. Hier können wir quasi direkt den nächsten Kanal wählen. Hier gehen wir auch kurz rein. Ist auch nochmal eine schicke Ansicht quasi.
ja, sagen wir mal so, wie iTunes vor ein paar Jahren waren, also diese Cover-Ansicht der verschiedenen Radiosender und das Ganze auch mit den Medien, aber hier auch wieder den Direktzugriff mit den entsprechenden Punkten. Und hier können wir auch direkt auf das Burmester Soundsystem zugreifen. Hier gibt es auch die Möglichkeit zwischen Pure, das kennen wir auch aus den anderen Systemen. Das ist ein etwas, ich sag's mal gern, reinerer Klang. Und das ganze andere ist dann der Raumklang. Dadurch haben wir so einen 3D-Effekt. Und der ist natürlich dann von Vorteil auch für die hinteren Sitze, dass die etwas mehr Klang abbekommen. Dann die nächste Einstellung ist Komfort. Da gibt es natürlich auch das Ambiente-Licht, was uns ja ähnlich viele Anzahl oder wenn nicht gar genau mit 64 verschiedenen Möglichkeiten die Anzahl gibt wie in S- und E-Klasse. Können wir natürlich in der Helligkeit ändern, wir können die Farbe ändern. Auch sehr schön im Touch. Ich hoffe, ihr seht das so einigermaßen. Also hier ist die ambiente Lichtleiste drin und die verändert dann auch natürlich leicht ihre Farbe. Kannst ja dann auch in den jeweiligen, naja, Möglichkeiten zu ändern. Das Ganze ist auch dann hier innen in den Düsen mit drin. Also sieht man so einen, ja, leichten Ring nochmal innerhalb der Düse, die so ungefähr einen halben Zentimeter vom äußeren Ring weg ist. Und im Punkt Sitzkomfort wäre dann auch die Massagefunktion hinterlegt, hätten wir sie jetzt an Bord. Ansonsten können wir ja alles direkt am Türbereich wählen, also Lüftung und Sitzheizung und Sitzverstellung und Memory-Funktion. Aber hier gibt es dann nochmal mehr Funktionen. Sitzkinetik heißt, da verändert er den Sitz quasi in, ja, sagen wir mal, idealer Position. Also wenn man jetzt da draufklickt, dann wird der Sitz leicht verstellt. Ihr seht es auch hier an den Wangen und unten wird der Sitzpolster so ein bisschen nach oben geholt. Jetzt gerade hat er mich etwas aufrechter gesetzt. Und wenn ich dann hier wieder Stopp drücke, dann fährt das Ganze zurück in die Position, wie es gerade war. Punkt Fahrzeuginfo, immer ganz schick, wenn man quasi auf der Rennstrecke unterwegs wäre, was jetzt bei dem Auto nicht unbedingt zutrifft für den Moment. Aber man hat natürlich ein paar Verbrauchsdaten. Man sieht, wie die Dämpfer quasi eingestellt sind, wie der Lenkeinschlag ist. Und also hier natürlich klar die Motorkennlinien, Kenndaten. Punkt Verbrauch, wie der so ist. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt hier nur stehen, ist der relativ schlecht im Moment. Und auch hier kann man wieder direkt anwählen in die quasi Drehmomentanzeige etc. Wir können auch hier den Punkt Einstellungen. Und das ist wirklich ein Punkt, glaube ich, der ist der größte im neuen MBUX-System. Links die Möglichkeit, direkt in die Konnektivitätslösungen reinzugehen. Rechts die Möglichkeit, das Ganze einfach auszuschalten. Also hier einmal System aus, Display aus. Gar nicht so schlecht, wenn man es nachts etwas ruhiger haben möchte, aber da sind wir auch schon im Fahrbericht drauf eingegangen. Das System regelt die Helligkeit sehr gut, also man wird nie geblendet, aber man hat aber auch nie Blendeffekte auf den Screens. Deswegen klar, wenn man es ruhiger haben möchte in der Nacht, nicht schlecht. Und hier, wie gesagt, direkt in die gesamte Konnektivitätslösung rein, also NFC, um beispielsweise nur mit dem Smartphone die Tür aufzumachen. Bluetooth kennt ihr ja logischerweise, WLAN auch selbst erklären. Und dann kann man hier auch noch in den Hotspot reingehen. Gehen wir direkt in die Einstellungen rein. Wie gesagt, hier gibt es wirklich eine Masse an Einstellungen. Da kann man auch nochmal die Sprachsteuerung etwas variieren. Audio einstellen, WLAN, Bluetooth, die Sprache selbst. Und hier seht ihr dann auch die sogenannten Over-the-Air-Updates, Software-Aktualisierung. 3 Jahre sind die ja erstmal mit dabei. Danach muss man die wahrscheinlich über Pakete hinzukaufen. Wie gesagt, hier auch nochmal direkt die Möglichkeit, die Lichteinstellungen durchzuführen. Ein- und Ausstiegshilfe, glaube ich, ist bekannt. Lenkrad, in Anführungszeichen, und Sitz werden ein bisschen weiter auseinandergezogen, dass man da mehr Platz hat zum Einsteigen. Gurtanpassung, da wird man ordentlich in den Gurt gezogen. Eigentlich alles, was wir so von Mercedes kennen. Und hier haben wir dann wirklich den allergrößten Punkt. Die gesamten Assistenten kann man da einzeln über an- und ausschalten, wie gesagt, Limitübernahme. Dann liest er das Verkehrsschild und übernimmt das direkt in den HCC. Kann man auch hier wieder deaktivieren. Das Ganze können wir dann auch für uns selbst anzeigen oder eben nicht. Wie gesagt, hier die Liste an Assistenten ist für ein Kompaktfahrzeug ewig lang.
und wir haben sie ja euch auch schon unterwegs gezeigt, die funktionieren alle richtig gut. Und hier, das ist quasi so der Schnellzugriff, da kommt man auch über eine direkte Taste hier in der Mittelkonsole hin. Da lässt sich ESP abschalten, das Head-Up-Display ab- und anschalten, die Lenkunterstützung und auch der Spurhalteassistent sowie die Parkpiepser direkt an- oder abwählen. Jetzt ein Punkt, den möchte ich mal ganz kurz durchspielen. Hier die Stile für die zwei Displays. Also die verändern sich beide. Wenn wir hier wählen zwischen klassisch und sportlich, sehen wir, dann wird das Ganze jetzt etwas gelb. Und das Ganze auch hier. Also wir haben zwar trotzdem noch die gleiche Anzeige, aber farblich etwas anders angepasst. Und dann schauen wir uns noch einmal die verschiedenen Displaymöglichkeiten hier für uns als Fahrer an. Denn wir haben hier auch die Möglichkeit, das Ganze etwas zu verändern. Also wie gesagt, die Assistenzgrafiken können wir hier direkt über die Anzeige uns groß machen. Dann haben wir nur noch hier oben die km/h-Anzeige und aber trotzdem die wesentlichen Anzeigen wie Tank, aber auch Temperatur. Navigation finde ich sehr schön. Da gibt es wirklich, wie man das präferiert, die Ansichten. Also einfach nur da und da geht's lang oder auch mit einer kleinen Karte oder auch mit einer sehr großen Karte in einer Tubenansicht. Und auch da reduziert sich das Ganze wieder dann nur auf die Geschwindigkeit. Auch hier an der Seite können wir das Ganze ändern, was wir anschauen möchten. Also da hat man eigentlich viele Möglichkeiten durchzuspielen, wie man sich sein Cockpit zurechtlegen möchte. Und wie gesagt, auch deswegen ganz wichtig, diese Profile wirklich vielleicht auch mitzunehmen in die Konfiguration, damit man hier nicht immer, wenn man neu einsteigt, alles neu durchkalkulieren muss. Auch bei der Funktion Reise gibt es wieder diverse Möglichkeiten, sich das Ganze näher ranzuholen, was man möchte. Und auch hier wieder die Anzeige in groß. Wie gesagt, die haben wir ja schon gesehen, finde ich eigentlich eine ganz nette grafische Darstellung. Und auch auf dieser Seite hier kann man die Anzeigen ändern. Wie gesagt, das ist jetzt eine wirklich sehr runtergebrochene Anzeige, wo man dann aber auch links und rechts nichts verstellen kann. Hier das Ganze in der klassischen Anzeige. Und da können wir dann auch wieder verstellen, was wir sehen möchten. Und die sportliche kennt ihr schon. Und der letzte Punkt ist dann Service. Da haben wir jetzt aktuell keine Meldungen drin. Wie auch schon im Fahrbericht gesagt, die linke Seite kontrolliert das linke Display und der rechte Touchbutton kontrolliert das rechte Display. Wir können da auch wirklich ohne die Hand vom Lenkrad zu nehmen durch alles durch. Das Einzige, wo wir dann quasi die Hand wieder wegnehmen müssten, wäre bei der Eingabe per Touch, also wenn wir irgendwo hin möchten. Aber dafür haben wir ja die Sprachsteuerung. Und wie gesagt, das Ganze ist ja auch updatefähig, soll heißen, Probleme, die es jetzt aktuell noch gibt, die können dann über einen Zeitraum von, wie gesagt, 3 Jahren, dann ist das Update noch gratis, ausgebessert werden. Das soll es mal gewesen sein mit dem kleinen Hands-on-Eindruck des neuen Infotainment-Systems hier in der Mercedes-Benz A-Klasse. Wir haben aber auch schon diverse andere Videos gemacht, wo es eigentlich quasi nur um die Hardware geht, was genau dahinter steckt oder was quasi die Updates angeht, was die weiteren Funktionsumfänge angeht. Also ich glaube, insgesamt haben wir da 4 Videos. Die findet ihr auch alle unten in der Infobox. Und solltet ihr trotzdem noch Fragen haben oder vielleicht auch noch eine persönliche Empfehlung wünschen, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das Ganze in die Kommentare zu verfassen, und wir richten uns danach, versuchen da so schnell wie möglich dann auch noch die passende Antwort parat zu haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen, Abo am besten auch, Glocke aktivieren, und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.